Bei der Polizei in Pennsylvania ging vor kurzem ein Schreiben ein. Ein gewisser Dave hatte $5 in den Brief hineingelegt und der Polizei zugeschickt. Und da drin stand: Ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig. Der Anlass war der, dass er vor mehr als 40 Jahren wegen Falschparken einen Strafzettel bekommen hatte. Und seit dieser Zeit trug er diesen Strafzettel mit sich herum. Und immer wieder war in ihm das Gefühl, ich muss das begleichen. Und jetzt hat er es beglichen und wollte nicht weitere Angaben zu seiner Person machen. Nur dieses: Ich fühle mich schuldig. Und durch diese $5 wollte er diese Schuld von damals begleichen. Als ich diese kleine Randnotiz gelesen habe in den Nachrichten, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Schuld verjährt eigentlich nicht. Schuld kann nur durch einen Weg wirklich aus der Welt geschaffen werden. Und das ist durch Vergebung, durch das Blut Jesu. Hiob sagt: Ich erkenne, dass ich schuldig bin und tue Buße. Dieses und tue Buße, das ist der Weg, den die Bibel beschreibt. In der Bibel spielen Vergebung und Schuld, Vergebung der Schuld, eine große Rolle. Immer wieder im Alten und im Neuen Testament wird darüber berichtet. Und ich glaube, dass es einen Weg gibt, wenn Schuld da ist, dass wir diese Schuld überwinden können. Aber weder mit guten Gesprächen, noch mit Verdrängen, noch mit irgendwelchen anderen Mechanismen lässt sich diese Schuld aus der Welt schaffen. Genau wie dieser Dave sagte: Ich fühle mich schuldig. Ich habe da noch eine Schuld zu begleichen. Das Gesetz steht gegen mich. Der Schuldbrief wurde am Kreuz von Jesus zerrissen, ein für alle Mal. Aber der Weg ist Buße und Bekennen. In der Bibel lesen wir diesen beschriebenen Weg: So ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er eure Schuld vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus hat den Weg gewiesen, wie wir, wenn wir zu ihm kommen, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mag sie klein oder groß sein, dass wir von dieser Schuld und dieser Sünde frei werden können. Nun mag vielleicht der eine oder andere denken: Mensch, ist der blöd gewesen, wegen den $5 und schon so lange her. Aber ich glaube, dass sein Schritt, das in Ordnung zu bringen, ihn wirklich frei gemacht hat. Und das ist es, was ich dir heute zusprechen möchte. Wenn du in solch einer Situation bist, dass du sagst: Oh Mann, das drückt mich schon seit Jahren. Das ist etwas, was ich immer noch nicht überwunden habe, weil es immer noch so ist, dass ich den Eindruck habe, ganz tief in meinem Herzen, dass da eine Schuld gegen mich steht. Da ist etwas, was mich immer noch in diesem Bereich festhalten will. Dann würde ich dir das zusprechen: So ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass Jesus euch die Schuld vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. In Lukas 18 lesen wir, dass wir gerechtfertigt sind durch die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist. In ihm werden wir zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn du das Blut Jesu für dich in Anspruch nimmst und deine Sünde bekennst, wirst du gerecht gesprochen durch das Blut Jesu vor Gott. Ich wünsche dir da einen echten Durchbruch, dass du da weitergehst, dass du nicht diese Schuld endlos in deinem Leben mitschleppen musst, sondern dass du den Weg der Freiheit wählst. Gott hat